gedacht, ich möchte heute mal mit euch über Gebisse sprechen. Es gibt ja so viele verschiedene Gebisse und ich bin immer der Meinung, halt so fein wie möglich, so hart wie nötig, bedeutet so viel wie, also man soll halt immer das weicheste Gebiss nehmen, das irgendwie möglich ist. Ich selbst bin eigentlich der Meinung, dass jedes Pferd auch in jeder Klasse auf ein einfach oder doppelgebrochenes Gebiss bzw. eine einfach oder doppelgebrochene Wassertrense, Olivenkopftrense, D-Ring-Gebiss oder so laufen kann. Dass man keine feste Stange braucht, dass man keinen Pelham braucht, dass man keinen Pessoa braucht oder noch schärfere Gebisse. Ich reite selbst ab und an auch mal mit schärferen Gebissen. Ich habe ein Korrekturgebiss quasi. Das ist eine Dreityp-Trense. Ich weiß nicht genau, ob ihr das kennt. Das ist quasi wie ein Pessoa, nur dass das nicht so einen ganz großen Hebel hat, sondern eben diese quasi drei Ringe in einem Ring zusammen sind. Und bei Druck wird sie quasi zur Stange, weil sie dann eine Blockade drin, dann drin hat. Und das benutze ich ab und an mal, wenn ich der Meinung bin, ich brauche das jetzt wirklich mal bei Emil. Im Normalfall nur mit Grazia habe ich es, glaube ich, bis jetzt auch noch gar nicht ausprobiert und mit den anderen sowieso nicht. Da brauche ich es gar nicht erst auf den Gedanken kommen, da irgendwie sowas auszuprobieren. Oder halt mal eine feste Stange bei Grazia. Aber ich versuche dann auch immer wieder so schnell wie möglich auf meine normalen Gebisse umzusteigen. Es kommt auch einfach daher, dass umso schärfer man das Gebiss wählt, umso schneller werden die Pferde auch stumpf im Maul. Und ich bin ganz ehrlich, also ich fasse lieber im Notfall mal etwas stärker hin, um da meine Kontrolle wieder zu bekommen, als immer so was Scharfes vor dem Maul zu haben und dann letzten Endes bleibt man vielleicht doch mal hängen mit der Hand. Und ich habe es leider schon erlebt, dass mir einmal, das ist schon Jahre jetzt her, das war nach meiner Abschlussprüfung, als ich auf Abschlussfahrt war, hatte meine damalige Trainerin Grazia während der Zeit geritten und wir hatten damals ein Meilerbit drin. Das ist auch ungefähr so wie so eine Dreityp-Trense, wo man quasi dann auch noch einen kleinen Hebel hat und das auch eine Blockade quasi im Gebiss hat dann. Und sie ist vorher darauf super gut gesprungen. Dann weiß ich nur, dass meine Trainerin während der Woche sie dann geritten hat und ich hatte dann fränkische Meisterschaft, schnallte das Gebiss für mein M-Springen rein samstags und ich bin noch nicht mal über den ersten Sprung drüber gekommen, weil sie einfach dann Angst vor diesem Gebiss hatte. Ich habe danach, war ich total verzweifelt, ich wusste nicht, was los ist. Sie lief nämlich vorher immer richtig gut und ich war auch freitags im L-Springen, in der Einlaufprüfung quasi auch und in der ersten Wertungsprüfung jeweils platziert gewesen und verstand dann nicht, warum sie auf einmal im M-Springen nicht mal mehr über den ersten Sprung drüber gegangen ist, trotz dass ich passend alt angeritten bin auch. Und dann hat mir meine Mutter dann halt erzählt von mir, ja, sieht, meine Trainerin wäre damals ab und an mal mit der Hand hängen geblieben am Sprung mit diesem Gebiss. Und da war das mir dann halt eigentlich auch klar. Ich habe sonntags dann nur eine ganz normale doppelgefrorene Wassertrense reingemacht und da hatten wir dann zusammen unsere erste M-Platzierung im Finale. Ich war zwar nicht mehr in der Wertung, aber ich durfte das Finale trotzdem noch reiten, das ist bei uns in Franken so. Und das hat mir auch wieder nur gezeigt, dass es eigentlich unnötig ist, scharfe Gebisse zu benutzen. Bei Emil, hatte ich richtig Probleme mit ihm, weil er halt einfach sehr stark ist vorne im Maul. Dadurch hatte ich mit meinem Trainer abgesprochen und haben wir das ausprobiert, ihn auf eine weiche Gummistange als Pelham quasi, also eine weiche Gummi-Pelham-Stange zu springen. Das hat auch super geklappt. Aber er hat halt einfach nicht so gut aufgemacht und man musste halt echt auch gut hinreiten, weil er halt einfach nicht so abgedrückt hat, wie es eigentlich notwendig war oder beziehungsweise wie er es normalerweise macht. Dann, das war in unserer ersten Saison, ich habe ihn ja Ende Juni damals bekommen. Genau, und dann so ungefähr im November oder so hatte ich einmal meinen Schlüssel vergessen zu meinem Turniersattelschrank, in dem ich meine Turniertrensen drin hängen habe. Und ich habe zu der Zeit immer meine Springtrensen
also meine Turniertrennen auch im Springtraining drauf gemacht, weil ich halt einfach gesagt habe, da habe ich meine Reithalfter drin, da habe ich meine Gebisse drin, genauso wie ich sie auf dem Turnier habe. Und das möchte ich auch so verwenden. Und ja, es hat auf einmal super geklappt. Mein Trainer war total begeistert. Er hat gemeint, ja, probiert es erstmal, ihn halt auf das normale Gebiss zu reiten. Das habe ich auch dann gemacht. Hat auch super geklappt. War dann auch mit ihm da mit diesem Gebiss dann platziert und alles. Dann hatten wir Kader-Turnierlehrgang. Das ist ein ganz normales Turnier, das gefilmt wird, wo der Kadertrainer anwesend ist und wo man danach halt quasi einfach eine Videobesprechung macht. Und da hat er dann halt auch nur gemeint, ich bin da oben drauf nur ein Beifahrer, nur noch. Er macht mit mir quasi, was er will, und ich soll es einfach mal versuchen, mit einer Hackamore-Gebisskombination zu springen, um halt einfach da wieder ein bisschen Einwirkung reinzubekommen. Das habe ich dann auch gemacht. Am Anfang hat es überhaupt nicht geklappt. Ich hatte zwar das Gefühl, ich habe Einwirkung, aber er ist natürlich mal wieder nicht abgesprungen. So wie es halt, okay, er ist abgesprungen damals mit dem Kellam, aber halt auch nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Dann habe ich das erstmal nochmal wieder gelassen mit dem M-Springen, habe den erstmal wieder noch ein paar L-Springen geritten. Da durfte ich das ja sowieso nicht reinmachen. Und dann habe ich es nochmal ausprobiert und dann ist er auch super gesprungen. Dann hat er zwar mal einen Fehler gehabt, aber das war mir ja zu dem Zeitpunkt einfach egal. Und dann hatte ich wieder das Gefühl, ich habe wieder die Einwirkung, ich sitze da oben drauf nicht mehr nur als Beifahrer, und habe es dann wieder rausgelassen. Und siehe da, ging das dann auch wieder mit dem ganz normalen Gebiss. Und genauso bin ich auch der Meinung, dass das immer ist. Also ich finde, man kann jedes Pferd auf ein einfach oder auf eine doppelgebrochene Wassertrense reiten und auch springen. Ich teste dann lieber ein bisschen mit Reithalftern rum, also auch wenn es vielleicht nicht immer so ganz schön ist, hannoveranisches Reithalfter hilft sehr oft, sehr viel. Es gibt Pferde, die einfach rennen wie bescheuert, denen aber einfach das Gebiss im Maul zu unruhig liegt, zum Beispiel, wo einfach nur mal ein Deringgebiss rein muss, das einfach ruhiger im Maul liegt, und schon sind sie viel besser handelbar. Ich finde, man muss halt einfach so Sachen ausprobieren, und es ist nicht einfach immer nur ein scharfes Gebiss, das dann hilft, sondern es ist auch einfach mal ein bisschen anderes Gebiss. Mal eine Olivenkopftrense, ein einfach gebrochenes Gebiss vielleicht mal. Es ist auch unterschiedlich von Pferd zu Pferd, wie breit denn ihre Kieferäste sind. Man kann nicht jedes Pferd auf ein doppelgebrochenes Gebiss reiten. Zum Beispiel Dodo hat so schmale Kieferäste, dass dieses Mittelstück von dem Gebiss dann ihm jedes Mal bei jeder kleinsten Parade, und dann drückt es ihm jedes Mal irgendwie auf einen Kieferast drauf. Dadurch hat er Schmerzen, und das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache, und das möchte ich natürlich auch nicht. Und das war auch damals mein Trainer, als er mir das gesagt hat, nur so, ja, du hast eigentlich alles richtig gemacht, du willst eigentlich alles super für dein Pferd machen, und aber er hat so schmale Kieferäste und damit tust du ihm gerade eben nicht das Gute, sondern tust ihm quasi damit weh. Ich danach natürlich wieder völlig aufgelöst von mir, oh, ich tue mein Pferd weh und alles, weil ich da halt doch sehr empfindlich bin, was das angeht. Aber im Grunde habe ich dann einfach das Gebiss gewechselt, bin einfach auf ein einfach gebrochenes Gebiss umgestiegen, und seitdem klappt das alles auch viel besser wieder. Und ich hoffe, euch regt es an, auch mal drüber nachzudenken, was für Gebisse ihr verwendet. Ich finde es auch super, mal Gebiss loszureiten. Das mache ich selbst auch. Ich reite auch selbst gerne mal mit Halsring. Oder mal mit überhaupt nichts. Es macht mir super viel Spaß. Wenn ihr wollt, kann ich euch das auch gerne mal zeigen. Kann ich euch das gerne auch mal erklären. Schreibt mir einfach unten in die Kommentare, ob ihr sowas mal gerne sehen möchtet. Und dann werde ich das mal umsetzen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaut doch mal bei mir oder beziehungsweise bei uns auf der Facebook-Seite, auf Instagram und auf Twitter vorbei. Ich verlinke euch alles unten in der Infobox. Und dann verabschiede ich mich von euch bis zum nächsten Video. Tschüss!